Liebe Rhöner der Biosphäre, was für eine verrückte Zeit. Und trotzdem begehen wir in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des wundervollen UNESCO-Biosphärenreservates Rhön. Seit 2021 hat Thüringen, also unser Landkreis, die Federführung bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit, was uns natürlich besonders freut. Daher gratuliere ich ganz herzlich allen Bewohnerinnen und Bewohnern, allen Gemeinden und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den drei Verwaltungsstellen in Thüringen, Hessen und Bayern zu diesem wichtigen Ereignis. In den vergangenen 30 Jahren sind viele Projekte in der gesamten Rhön mit Unterstützung des Biosphärenreservates und deren Verwaltung umgesetzt worden. Hier möchte ich mich insbesondere bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Bürgermeistern bedanken. Besonders bedanken möchte ich mich für die aufopferungsvolle Arbeit des ehemaligen Thüringer Verwaltungsstellenleiters Herrn Karl Friedrich Abbe, den wir 2019 in Ruhestand verabschiedet haben. Ich war dabei. An seine Stelle rückte jetzt Frau Schade, die diese Fußstapfen, diese Großen, jetzt füllen wird. Lieber Karl Friedrich, an dich ganz besonders liebe Grüße. Und nicht ganz umsonst trägt unser Landkreis den Slogan natürlich sportlich. Denn die Natur in unserer Region ist überwältigend schön. Im Biosphärenreservat Rhön, dem Land der offenen Ferne, wird Natur und Tourismus im Einklang gelebt. Beste Beispiele sind dafür die Aussichtsplattform Noahs Segel, die Erlebniswelt Rhönwald mit der Arche Rhön oder auch der Sternenpark Rhön mit ausgewiesenen Sternschauplätzen, zum Beispiel bei uns auf der Hohen Geber. An dieser Stelle kann ich Sie nur herzlich einladen, das alles vor Ort zu erleben. Kommen Sie uns besuchen und machen Sie einen Abstecher in die thüringische Rhön. Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch in der Region eine rührige Brauerei haben. Die Rhönbrauerei Dittmar. Die Prachtregion, so wie sich unser Landkreis auch nennt, hat zu seinem 25-jährigen letztes Jahr extra ein Bier gebraut. Alles, das lässt sich hier entdecken. Wir freuen uns, dass Sie uns besuchen und hoffen weiter auf gute Zusammenarbeit. Ihre Peggy Kreiser.